Jojo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem Geeky Adventskalender Türchen Nummer 21. Es muss ja nicht immer ein großes Geschenk sein. Manchmal reicht auch eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines lieben Grußes. Das heutige Tutorial wird ganz einfach. Alles, was ihr dafür braucht, ist Pappe in der Farbe eurer Wahl, Filzstifte, eine Schere, wenn möglich einen Cutter, ein Bleistift, ein Lineal und einen Klebestift. Druckt euch aus dem Internet eine pixelige Vorlage aus. Ich habe, weil es weihnachtlich sein sollte, einen Nintendo-Stern genommen. Schneidet die Vorlage aus. Übertragt die Vorlage mit einem Bleistift auf die Pappe. Wer das freihand kann, der kann die äußeren Pixel einfach per Hand einzeichnen. Ansonsten nehmt ein Lineal. Der Rand sollte sich schon von der Farbe abheben, deswegen füllt die Pixel aus. Schneidet das Pixelbild jetzt mit Cutter oder Schere aus. Nehmt nun ein zweites Stück Pappe und klappt es so zusammen, dass euer Modell noch auf der einen Seite bequem drauf Platz findet. Klebt die Vorlage mit einem Klebestift auf. Achtet dabei aber darauf, dass die Vorlage 1 bis 1,5 cm oberhalb des Knickes angesetzt wird. Messt noch einmal genau nach, wie viel es denn nun ist und zeichnet die Stellen ein, an der eure Vorlage über der Pappe schweben soll. Am besten nehmt ihr dafür den untersten Bereich eurer Pixelfigur, den obersten Bereich und den äußersten Bereich. Das wären in diesem Falle alle 5 Zacken des Sternes. Verlängert die unteren Enden des Sternes jeweils um die oben abgemessene Zentimeterzahl. Nun beginnt ihr die Vorlage teilweise herauszulösen. Ihr dürft sie an folgenden Stellen nicht herauslösen. Ganz oben und auch an den Stellen, die ihr noch extra markiert habt. Dort dürft ihr nicht entlangfahren, sondern nur an der selbstgezogenen Bleistiftlinie. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch ordentlich knicken. Benutzt dafür ein Lineal und legt es an die Stelle an, an der ein Knick existieren muss. Jetzt schwebt der Stern schon sehr schön über dem Rest. Wenn ihr ihn zuklappt, liegt er an. Wenn ihr ihn aufklappt, dann beginnt er zu schweben. Jetzt müsst ihr die Pappe nur noch so zurechtschneiden, dass ihr sie in eine andere Karte einlegen könnt, zum Beispiel in eine Weihnachtskarte. Und so habt ihr eine sehr schön selbstgestaltete und dazu noch geeky Christmas Card, mit der ihr einfach sagen könnt, ich hab an dich gedacht. Entweder legt ihr die Karten einfach nur ein, oder ihr klebt sie fest. Mit diesen lustigen, aber auch geeky Christmas-Card-Einlagen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder zu Türchen Nummer 22.